Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Dies wird nur ein ganz kleines ASMR-Video für euch. Ich weiß, dass einige unter euch es lieben, wenn man ihnen vorliest. Und da ich auch sehr gerne vorlese und gerade ein spezielles Buch lese, das mir empfohlen wurde, und ich eine wunderbare, ganz kleine Geschichte las, die mich gerade sehr berührt hat und die wieder auf eindrückliche und ja, authentische Weise gezeigt hat, worauf es im Leben ankommt, dachte ich mir, ich teile diese Botschaft mit euch. Da es sich indirekt um Werbung handelt, da ich ja von diesem Buch spreche und auch unter dem Video einen Affiliate-Link zu diesem Buch einfügen werde, falls der ein oder andere es bestellen möchte und neugierig ist, muss ich dieses Video als Werbevideo kennzeichnen, nur dass ihr Bescheid wisst. Und das Buch macht erstmal wunderbare Geräusche. Die Gesetze der Gewinner. Was hält viele Menschen davon zurück, das Leben zu leben, von dem sie träumen? Die Naturgesetze, sie kennen schlicht und einfach nicht die Gesetze, nach denen alle Gewinner leben. In diesem Buch beschreibt Bodo Schäfer die 30 Gesetze, die er gelernt hat, um mit 30 Jahren Millionär zu werden. Nutzen Sie jetzt auch diese Gesetze. So beginnen Sie innerhalb von nur einem Monat das Leben zu führen, das Sie sich wünschen und das Sie verdient haben. Lesen Sie einfach jeden Tag ein Gesetz und erleben Sie, wie Ihre Träume wahr werden. Ich befinde mich gerade beim dritten Gesetz. Bisher gefällt mir das Buch sehr gut, da jedes Kapitel sehr kurz und anschaulich gehalten ist. Also es werden viele Beispiele gegeben, viele bekannte Menschen aus der Geschichte angeführt und zitiert. Der Autor schreibt auch aus seinem eigenen Leben viel. Entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche. Wie ihr wisst, ist es sehr warm momentan. Und dieses Video entsteht gerade extrem spontan. Eben lag ich noch auf meinem Bett, las das Buch, stolperte über diese Zeilen, diese Geschichte, die ich euch jetzt vorlesen werde. Und dann dachte ich mir, nein, das muss ich teilen. Ich lese euch noch kurz einige der Gesetze vor, also nur die Titel, dass ihr wisst, was ihr erwarten könnt. Gesetz 1. Triff Entscheidungen. Gesetz 2. Lerne und wachse konstant. Gesetz 3. Erlebe den heutigen Tag bewusst. Da bin ich gerade. Dann konzentriere dich auf deine einkommensproduzierenden Aktivitäten. Oder werde zu einer Persönlichkeit, gehe richtig mit Stress um, lerne Schwierigkeiten zu meistern, erfinde das Rad nicht neu, träume und lebe deinen Traum, achte auf deinen Körper, lass dich von Ablehnung nicht entmutigen, setze dir große Ziele,
Lass dich nicht ablenken. Übernimm die volle Verantwortung und so weiter und so fort. Wie du sehen kannst, ist es auch kein so dickes Buch. Zum Thema Erlebe den heutigen Tag bewusst. Nach einer harten Woche fuhr die Managerin zum Strand, um endlich Ruhe zu finden. Dort lernte sie Melanie, ein kleines Mädchen, kennen. Die Kleine wohnte mit ihrer Mutter in einer Hütte in der Nähe. Die gute Laune des Mädchens steckte die Managerin bald an. Ausgelassen spielten sie zusammen im Sand. Als sie sich erschöpft ausruhten, glitt eine Schwalbe vorbei. »Da fliegt Freude«, kommentierte die Kleine den Flug. »Was fliegt dort?« »Freude. Meine Mutter sagt immer, dass Schwalben Freude bringen.« Die Managerin verabschiedete sich am Abend von dem Mädchen und fuhr nach Hause. Immer wenn sie spürte, dass sie wieder eine Dosis Schwalbe gebrauchen konnte, fuhr sie wieder zu Melanie an den Strand. Sie hatten viel Spaß. Manches Mal saßen sie zusammen und beobachteten Schwalben. Nach einer Weile spürte auch die Frau, dass Schwalben Freude bringen. Auf eine eigenartige Weise waren sie Freunde geworden. Eines Tages kam die Managerin sehr traurig an den Strand. Wie immer begrüßte Melanie sie voller Freude. Aber die Frau wollte alleine sein. »Ich bin heute nicht in der Stimmung, mit dir zu spielen. Meine Mutter ist gestorben. Lass mich in Ruhe.« »Hat es wehgetan, als sie gestorben ist?« »Natürlich hat es wehgetan«, schnappte die Frau und ließ das Kind stehen. Zu sehr war sie von ihrem Schmerz gefangen. Einige Wochen später ging es der Managerin etwas besser und sie vermisste Melanie. Auch fühlte sie sich ein wenig schuldig, also fuhr sie wieder an den Strand, aber dort fand sie Melanie nicht vor. Daraufhin ging sie zu der Hütte. Eine junge, sehr traurig aussehende Frau bat sie herein. Die Managerin stellte sich vor. »Ich vermisse Melanie. Wir haben immer so schön gespielt. Wo steckt sie denn?« »Melanie ist letzte Woche gestorben. Sie hatte Leukämie. Vielleicht hat sie Ihnen das nicht erzählt.« Plötzlicher Schmerz überwältigte die Managerin. Die Mutter fuhr fort. Sie liebte diesen Strand, und als sie mich bat, hierher zu kommen, da konnte ich es ihr nicht abschlagen. Es schien ihr hier so viel besser zu gehen, und sie hatte einige sehr glückliche Tage hier. Aber dann ging es plötzlich sehr schnell mit ihrer Gesundheit bergab. Ihre Stimme versagte. Melanie hat mich gebeten, ihnen etwas zu geben. Ich suche es sofort. Die Mutter brachte ihr einen bunt bemalten Umschlag, auf dem stand: Für meine Freundin. Innen fand sie ein selbstgemaltes Bild von ihrem Strand. Gelber Sand, blaues Meer und eine große Schwalbe. Darunter stand sorgsam geschrieben: Eine Schwalbe bringt dir Freude. Die Managerin konnte ihre Tränen
Sie nahm Melanies Mutter in die Arme. Heute hängt das Bild über ihrem Schreibtisch, sodass sie es immer sehen kann. Das Geschenk eines kleinen Mädchens, das sie Freude gelehrt hatte. Manchmal scheint es, dass wir erst durch Tragödien aus unserem Trott herausgerissen werden und uns auf das besinnen, was wirklich zählt. Wir sind oft zu beschäftigt, um die Schönheit eines Moments zu genießen und um dankbar zu sein für die Menschen um uns herum. Genau, das war die Geschichte, meine Lieben. Eine sehr emotionale und berührende Geschichte, wie ich finde. Und im Weiteren der nächsten Seiten gibt dann eben der Autor, der Coach, nochmal weitere Tipps, wie man mit Schicksalsschlägen umgeht, was man daraus machen kann, dass man den Augenblick genießen soll, Versäumnisse des modernen Zeitmanagements, Zeit und Pausen zu machen, um zu reflektieren, um nichts zu tun. Der heutige Tag ist ihre Chance. Und das Kapitel schließt er ab mit Dankbarkeit. Ja, super schön, wie ich finde, meine Lieben. Das wollte ich gerne mit euch teilen. Falls euch das Buch interessiert und ihr auch indirekt meine Arbeit auf YouTube unterstützen wollt, freue ich mich, wenn ihr über den Link bei Amazon etwas bestellt. Oder eben auch natürlich woanders. Der Autor hat auch eine eigene Homepage. Ich glaube, Bodo Schäfer, genau, bodoschäfer.de, also Schäfer mit HE dann geschrieben. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass euch diese kleine Geschichte inspiriert hat, berührt hat und ihr vielleicht für einen kleinen Moment nachdenklich geworden seid und den Tag oder diesen Moment, wenn es nur für eine kleine Sekunde, mit anderen Augen wieder betrachtet. Manchmal brauchen wir solche Reminder, solche kleinen Erinnerungen, Erinnerer, die uns wieder dabei helfen, uns auf das Wesentliche zu besinnen. Und uns daran zu erinnern, was wir alles bereits schon haben und wofür wir dankbar sein können. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Bis bald wieder, sagt Christiane alias Whispering Jane ASMR. Und denkt dran, heute Abend 19 Uhr kommt das Video zum ASMR Live Event, wo ihr die Tickets buchen könnt.